Heute feiern wir Ostern. Die Menschen, die hier die heilige Stiege in Bonn hinaufgekniet waren, hatten dieses österliche Bild. Sie sahen hinter dem Bild des Gekreuzigten eine Darstellung der Auferstehung. Und sie wussten und glaubten, hinter dem Tod wartet auf uns das Leben. Gott hat seinen Sohn Jesus nicht im Tod gelassen. Gott wird auch uns nicht im Tod lassen. Es klingt schon paradox, wenn wir sagen, das Leid ist sozusagen das Tor zum Leben. Vor der Auferstehung steht der Tod. Aber das erleben wir in vielen kleinen Ostergeschichten in unserem Alltag, dass es immer wieder aufwärts geht, dass es immer wieder einen Augenblick der Hoffnung gibt, dass es immer wieder Leben gibt, auch wenn manches noch so ausweglos erscheint. Genau diese Ostererfahrung wünsche ich Ihnen, dass Sie hinter dem Kreuz in Ihrem Leben immer wieder die Auferstehung, das Leben entdecken. Musik.